deine Endorphine hoch. Endorphine! Ich bin nicht da. Du musst einen Andy-Button pressen. Und schon kriegst du eine gelangt. Als Strafe. Wer ist das? Was ist denn das? Ein hässlicher, fetter Vogel. Weißt du noch ungefähr, wie es geht? Mit irgendeinem Knopf läuft er schnell. Ah, hier. Ich habe ihn am Schwanz gezogen. Los geht's. Das ist ein Endgegner. Er ist schnell rennen. Ja. Du musst den Fabian Arsch treffen. Ja. Mach mich frei. Achtung, jetzt schließt der Eier. Auf den Arsch gehauen. Schließ mich doch frei. Also ich wusste nicht, dass du da drin bist. Segeln. Das ist, hast du schneller verstanden. Oh, das habe ich kaum gesehen. Bist du tot? Nee. Doch. Ach ja. Ich dachte, du meinst ganz toll. Oh okay. Nein. Dann kann man auch hauen im Flug. Jetzt wissen wir es. Wir stören die aber auch alle immer. Sehr. In ihrem Sein. Hey! Ich bin ein Arschklatscher. Du bist der Arschklatscher? Oh, die fliegt aber schnell weg. Was war das? Eine Münze? Ja, so eine Münze. Oh, das war schlecht von mir. Ich bin Globox. Wie hast du ihn verletzt? Mit dem Stern von da unten. Ah. Jetzt verfolgen wir ihn in den Himmel. Hä? Wo bin ich jetzt hin? Huh? Ich bin irgendwie in den Abgrund gefallen. Aber ich lebe hier noch als Kugel. Du lebst ja auch noch. Jetzt bist du eingesogen. Ach, man muss sich dann immer im Kreis drehen. Ja. Der Stampfer. Ja, so. Nach oben springen und dann nach unten und schlagen. Er hat hier halt so ein good visible weak point. Achtung, jetzt kommt da. Siehst du? Die haben alle immer ein good visible weak point. Aber nicht, wenn man ihn stampfen muss von oben. Hä, hey, doch. Guck doch bis gleich. Pass auf. Jetzt. Also. Ach, so. Da unten ist schon wieder so ein Münzman. Wo bin ich denn? Schon weg irgendwie. Ja, immer im Kreis. Oh, hat mich da reingemacht. Kann man die auch weg? McKenneman. Hatten wir nicht mal sowas? Nee, das war Matthew McKenneman hatten wir irgendwo mal. Oh, das war synchron daneben gehauen. McManaman. Und hops in die Decke. Hab's denn nicht bekommen, die Münze. Nein! Wie kann man dem denn aus entgehen? Schneller sein. Kann ich nicht. Das ist super schnell. Ich glaube, das ist der richtige Versuch. Ich glaube, es ist tief in meinem Herzen. Auf die Fresse 1, 2, 3. Fäuste schlagen dich zu Brei. Alter, hast du keine Wahl. Du erleidest Todesqualen. Wie gefällt dir das Design? Weiß ich nicht so genau. Ist ja schon sehr markant, sag ich mal. Und sehr speziell. Fuck! Ich glaube, wenn er wieder oben ist, will er auf. Wo schlägt man ihn jetzt? Ich weiß nicht, wir sind beide einfach stumm auf ihn drauf gelandet mit den Füßen voran. Die erste Phase ist meine Lieblingsphase. Diese hier? Ja. Ach, der Münzenmann da oben. Ich vergessen, ich hab gepennt. Ich hab dann noch mein Herz verloren. Ich hab mein Herz verloren an Souflaki. Komm her. Deine Krone wieder. Komm doch mal her. Ja, liegt mich schon. Die Steuerung ist etwas tüdelig. Von der Giraffe weinen.
Oh, direkt an die Unterkante des Schnabels. Wo warst du? Ich bin in den Abgrund gefallen. Ich habe Leute getötet und nicht schnell genug meine Flugfähigkeit wieder erlangt. Das Briefchen brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich habe so häufig dieses Lied im Kopf. Zicke, zack, Tzatziki. Viel häufiger als jedes andere Lied von den Doofen. Kann man das verstehen? Ich habe insgesamt relativ häufig doofen Songs im Kopf. Ich hatte, glaube ich, gerade gestern war das immer zu im Kopf. Du bist dumm wie Omo. Aha, du doof wie Persil. Wo bin ich denn? Ich weiß nicht, aber irgendwie ist die Kamera nicht da, wo sie sein soll. Jetzt bin ich endlich gestorben. Endlich. Oh, wie gemein! Hoch. Von links nach rechts. Bin ich zu tief? Bin weg. Und wieder weg. Wie schwierig. Der ist knackig. Ich verstehe es nicht so ganz. Er schreit aber die ganze Zeit. Du bist dumm wie Omo. Haha, und du doof wie Persil. Ich erinnere mich komischerweise, das ist gut, dass es die beleuchteten Brüder gibt, da kann man solche Geschichten immer erzählen, die man sonst nie irgendjemandem erzählen will, kann oder sollte. Ich war irgendwann mal bei meiner Oma, mit meinem Bruder, dass ich bei meiner Oma war, tut nichts zur Sache. Jetzt am Schwanz ziehen! Ach, von unten oder was? Das ist der Trick, glaube ich. Wo bin ich? Du kannst springen und hüpfen, weißt nicht mehr. Und dann hat er diese Zeile gesungen. Dein Bruder. Zu mir, so, nachdem er so hat, ne, du bist dumm wie Omo. Ja. Und dann habe ich das einfach aufgenommen, den Faden, und habe gesagt, haha, und du doof wie Persil. Und was hat er gemacht? Los. Er hat mich angeguckt. Jetzt müssen wir nach oben. Tot. Jetzt trägt er das Herz auf der Zunge. Boah. Und ich habe das aufgegriffen, habe das gesagt. Er hat mich angeguckt, wie. Was ist denn das für ein Scheiß-Counter? So. Nach dem Motto, als hätte ich halt irgendwas derbe Dummes gesagt. Das fand ich so ungerecht, weil ich einfach nur auf ihn eingegangen bin. Das ist nicht nett. Kannst du verstehen, ne? Kann ich verstehen. Und das trage ich offensichtlich bis heute mit mir rum. Ja, auch eine doofe Geschichte aus meiner Kindheit. Von wann ist das Album? 96 oder so? 95? Das sind jetzt auch 95 oder 94. Also auf jeden Fall vor 96. Ich war so ungefähr 8, 9 und hatte das auf dem Walkman. Ja. Und kannte alle Songs auswendig vom ersten Album. Ja. Und bin dann immer durch Fußbüttel gelaufen und habe das mit am Tag auf dem Weg zur Schule und zurück lautstark gesungen. Weil ich die Theorie hatte, dass es sein könnte, dass entweder Wiegert Boning oder Olli Dietrich sich zufällig in der Nähe befinden. Weil ihre Songs. Ein Hamburger ist. Genau, also weiß nicht, ob mir das bewusst war. Aber sie waren deutsch, das hat mir schon genug, das fand ich schon wahrscheinlich genug. Und dass sie das dann hören und mich dann aufsuchen und ansprechen. Und ich dann coole Begegnung hatte mit dem Doofen. Wirklich? Ja, das war so eine Idee von mir. Ich fand die so toll, die Lieder. Ich auch. Alle, ja, ich glaube, ich finde die auch immer noch toll. Toastbrot Baby. Toastbrot Baby, Baby. Back, 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 back. Ich könnte ein Video mit Raymond Ladebildschirm zu Toastbrot Baby machen. Oh. Wir sind in Mexiko. Ja, waren wir da nicht schon mal? Ah, eigentlich sind wir wieder im normalen Teil des Spiels. Das ist der Spaß macht. Das ist gerade tot. Ja. Ist das fair? Ist mir egal. Ist mein Urteil.
Du bist wie. Das war gerade wie Back. Hast du gehört? Ja. Du bist ein bisschen wie Ronald Schill. Ja. Wir haben auch gemeinsame Vorfahren. Oh, ich bin im Blutkessel gelandet. Oh, wow. Auch. Dieselben. Oh, wir haben einen Checkpoint erreicht. Genau, das war richtig. Oh, du hast mich in den Blutkessel geschmissen. Was hüpft da raus? Bohnen? Da oben ist. Genau, und jetzt. Das war genau richtig. Ich habe leider die Lumis schon getriggert, bevor wir ready waren, die Lumis zu sammeln. Ich lasse es jetzt hier, ne? Okay. Das ist dein Ding. Was ist das? Bohnen? Hä? Wo, jetzt beim Rand doch... ist auch, kocht das doch über, siehst du doch. Okay, ich. Das war schwach. Oh nein! Das war dumm. Ja, ich wollte gar nicht, ich wollte nach oben eigentlich. Was hat der mit mir gemacht? Tot. Nein, ich war doch schon dran. Kannst du irgendwie hochknüppeln? Spring mal. Nee, pass auf. Ich mach das jetzt. Eins, zwei. Nee, nicht gut. Bohnen im Feuer. Jetzt bin ich dran. Schlechter Zeit. Ja, und hoch mit dir. Oh, du warst doch schon dran. Wir müssen einmal den Hochprügel probieren. Ja, mach ich. Mach ich. Klappt. Ja. Und du willst das Spiel gerne alleine spielen. Ja, meine Erinnerung an das Spiel ist eine komplett andere als. Nein, falsch. Was den Decken nehmen. Alter. Wie kann man das denn alleine schaffen? Schweige dann zu zweit. Wollen die vielleicht saugen? Zack, zack, wir müssen. Nee. Okay, ich glaube, wir müssen. Das bleibt, wir müssen das taktisch überlegen. Klug. Mit auswendig lernen. Ah, ja. Du bist entzückend. Fliegt einfach voraus. Boah, da kommt auch was entgegen. Alter! Aber vorausfliegen ist eine gute Idee am Anfang. Aber dann kommt auch was entgegen. Da muss man weichen. Aus. Ah! Schieß mich doch frei! Schieß gar nicht, ich habe vergessen zu schießen. Ich war konzentriert auf die Auswahl. Ja, dann hätte es mich befreit und dann hätten wir mehr Chancen gehabt. Auf einen erfolgreichen Abschluss dieses Bonus-Levels. Bonus soll doch Spaß machen. Schieß mich voran. Wieso stirbst du denn da? Weil ich zu langsam war. Ich kann es mit R beschleunigen. Einfach, du kannst über den Schussknopf einfach gedrückt lassen. Auch wenn wir ihn nicht brauchen. Oh mein Gott. Da muss man wahrscheinlich auch vorausfliegen. Oh geil, ja, Gasi. Was sagst du noch? Irgendwelche Sachen. Gasi? Ja. Das sind nicht irgendwelche Sachen. Doch, was ist das? Sehr spezifische Ausrufe. Was sollen sie mir sagen? Dass man seine Gasleitung nicht anlassen sollte, wenn man Feuer im Haus hat. Schieß! Wow, was ist hier los? Das verlangt einem alles ab, dieses Spiel. Oh nein, schieß! Nein, du hast es geschafft, du musst die anderen töten. Wo war ich denn? Du warst unten rechts unter dem Typen, du musstest die anderen töten. Ja, das ist so gut gemacht. Wo waren die vier dicke schwarze Menschen? An der Wand nach oben oder was? Nach oben aufeinander gestapelt, wie so Säcke von den Panzerknackerbande. Panzerknackerbande. Ich habe die nie als die Panzerknackerbande wirklich akzeptiert. Das war für mich einfach nur die Panzerknacker. Akzeptiert. Ja, die werden häufig die Panzerknackerbande genannt, aber eigentlich sind schon die Panzerknacker. Dabei knacken die eigentlich gar nicht. Hier, guck, da. Doch, die knacken Tresore.
Aber erfolglos. Warst du tot? Nein. Voll viel überlebt. Nicht gesehen. Cheers. Eine Wurst. Sau sage. Los Sau, sage mir. Was war denn das Blaue? Ich habe so blaue Dinger hinter mir. So kleine Freunde. Da sind die. Ja, alle. Was machen die denn? Habe ich sie immer noch? Nee. Vielleicht kämpfen die für mich. So fliegende, bewegende Dinge sind immer ein Problem für mich. Bewegende Ziele. Oh, die gehen auch schneller weg, als man denkt. Sag mal, ist das eigentlich klug, dass du ohne Not den blauen Brayman hast, der dieselbe Farbe hat? Nein, das ist gar nicht klug, das kann ich dir sagen. Da erzähle ich dir mal zwei, drei Wörtchen drüber. Ach guck mal, hier kann man das manuell. Ja, das machen die ja immer, die Gegner. Jetzt kannst du dich wie ein Gegner verhalten. Ich habe überhaupt kein Bam 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 bisher da. Bam 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 bam. Die rosanen Lumis. Ja. Nein! Nein! Warum warst du tot? Ja, schlecht. Einmal auf dem Timing raus und dann war es vorbei. Hey! Hey, stopp! Was ist denn? Hier sind ganz viele Lumis und vor allem Herz. Das ist sehr wichtig, Frau. Ich habe es nicht gesammelt, deinetwegen. Wieso bin ich eigentlich heute an allem schuld, ja, immer? Nein. Oh, ich dachte, ich habe ein Geheimnis gefunden. Definitiv schuld. Definitiv. Guck mal, hier ist nämlich so ein Sack. Und wenn man den schlägt, dann kriegt man ein Herz. Und noch ein super wichtiges Paar. Boah. So. Du hast den Jackpot geknackt, Alter. Ich hab ihn schon ganz vergessen. Och, Mano. Mano. Mano a Mano. Wie heißt doch mal dieser grauhaarige Typ aus dem Fernsehen? Hans Meiser? Nee. Herr Augustinski. Ja, der ist wirklich sehr grauhaarig. Das stimmt total. Was macht der so? Das ist bei Dr. Draps Rehab. Wie heißt das, Dr.? Dr. Draps Rehab. Wie heißt er denn? Ich glaube, es ist eine MTV-Show. Dr. Pimp My Car. Nein, nicht Pimp My Car. Ich glaube, Pimp My Bike mit dem Bo. Kennst du das? Ja. TV Deutschland. Nein, Doktor, wie hieß der Typ, der hat so Prominente gerehabt, also durch ihre Alkoholsucht begleitet in den Tod. Kennst du die Serie nicht? Nee, kenn ich nicht. Celebrity Rehab? Vielleicht, mit featuring Dr. Mit Ray. Brigitte Nielsen und so? Mm. Da war Pierre Augustinski dabei. Ich weiß, ich vermute, dass der in der deutschen Version davon ist. Hier, bam bam bam. Ich verwechsel uns oft. Ja, ich nehme auf jeden Fall gleich mal einen anderen Raymond, du hast vollkommen recht. Das ist noch nie einem unserer Zuschauer aufgefallen. Wobei ich nicht sagen möchte, dass das nicht passiert ist. Ich weiß auch nicht, ob Augustinski wirklich bei... Wie hieß denn der... Warum lässt du mich nicht die goldene Münze sammeln, Mann? Wofür denn auch? Lumis! Der hat Genie gesprochen. Pierre Augustinski? Ja. Genie in a Bottle oder die Bezaubernde? Wieder noch, im Blauen. Bei Aladdin? Ja. Oh, krass. Pierre Augustinski hat Genie gesprochen. Ich glaube, der war einfach diese Synchronstimme von Robin Williams. Ja? Sieht doch ein bisschen so aus.
Wie Robin Williams. Ja. Per Augustinski. Junge Grauhaariger. Dann hat er auch so ein rundes, freundliches Gesicht. Ach, hier ist ja Lava. Hä? Ich sehe überhaupt nicht, wo wir sind. Warum ist eigentlich die Kamera so weit weg? Das ist ja auch nicht. Hier kann man, aber hier, hier kann man gut. Das ist ein Pfefferstreuer oder was? Dick wie ein afrikanisches Männerbein. Das Bein ist afrikanisch? Oder der Mann? Der Mann. Die sind doch eher dick wie das Bein eines afrikanischen Mannes. Was ist jetzt da der Unterschied? Ich finde, sonst klingt es so, als wäre nur das Bein afrikanisch und der Mann gar nicht. Oh nein, die Streichhölzer. Achtung. Dann wir fliegen die Streichhölzer. Achso, ich kann ja wiederkehren. Mit Gottes Hilfe. Ich bin Gott. Hast du mal einen Dr. Horrible gesehen? Nein. Hab ich dir wahrscheinlich schon mehrfach empfohlen, ne? Ich hab das. Und wenn du dich erinnerst, haben wir da mehrfach schon drüber gesprochen und ich habe immer gesagt, ich möchte das erst gucken, wenn ich Firefly geguckt habe. Weil ich sonst kein Verhältnis zu Nathan Fillion habe. Du hast ja auch echt Probleme bei dem Uncharted-Ding und bei, ich bin hier am Verrecken. Ich komme hier nicht rauf, es ist doch. Und wenn du durchgehst, bevor ich gehe da durch. Oh, eigentlich. Ich bin doch schon lange da durch. Nicht, das ist ein Problem, wenn ich gestorben wäre. Oh Gott. Habe ich mich doch besser gefühlt. Nein, nicht so schnell runter, Mann! Nein, hier sind doch die Roten! Hier waren doch die Roten sammeln. Ja, aber ich habe doch noch viel mehr freigeschaltet hier oben. Guck mal, hier hinten ballert nämlich. Da, diese ganzen Tresore. Aber hier sind die Roten. Wir ja, aber über den Tresoren kriegen wir noch viel mehr Rote. Da sind doch keine Lumis drin. Doch. Da sind doch Herzen drin, hast du guck gesagt. Guck mal, sowohl als auch. Und die werden auch zu Roten. Hol erstmal die Säcke. Kann ich nicht, bringt nichts, weil ich komme da kaum ran. Jetzt machen wir den Lumi da. Dann gehst du da oben und ich gehe hier unten. Dalla. Per Augustinski. Und seine ganze Gang. Oh, hier kann man schon wenig landen? Doch, man muss rennen. Wieso kündigen sie sowas vorher nicht mal an? Du denkst nur, das Bein ist afrikanisch? Ja! Ich finde, das macht den Eindruck, wenn du sowas sagst. Tampons. Ja, afro-mexikanische Tampons. Ich will dich befreien, aber es gelingt mir nicht. Mehr im Busch. Boah, ich wurde krass gedrillt. Oh, 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 oh. Kann die Löffel einen verletzen? Nee, ne? Ich sprotze so weg von der, also, Physik. Oh, warte. Also das mit dem blauen Raymond ist wirklich wahnsinnig erkennen. Wir verloren. Oh, ich hab dich mit der Gabel erdolcht. Mich? Ja. Nein, ich habe die Gabel ausgelöst. Ich bin hier schon tot rein. Ich habe versucht, auch hier aufmerksam zu machen, indem ich vor deiner Nase gespielt bin. Liebe Gäste, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war ein großes Fest, dieses Video mit euch zu gestalten. Gäste.
Oh. Besondere Grüße. 201. An P. Augustinski und seine gesamte Gang. Wer darf wohl Members? Wer kommt rein in diesen Club? Bam! Guck dir das an, nur Platin nicht bekommen. Guck mal, wie knapp wir Gold bekommen haben. Super gut, dass ich noch diesen einen gesammelt habe. Welchen? Irgendeinen, beliebigen. Nachdem du ja so viel verschenkt hast. Ich hab mich verschenkt. Du bist durch Türen gegangen, obwohl noch nichts erledigt war. Ich will die Mission vorantreiben. Dragon Soup. You're on fire. Das gibt's im nächsten Video. Das gibt's im nächsten Video. Leuchtenden Brüder. Wir sind die beleuchteten Brüder. Mit Touchdown.